Ich habe eine blöde Frage, ne? Ja. Dieses dämliche Spiel ist auf Englisch, oder? Ja. Okay. L-U-R-D. Left, up, right, down. Hat das vielleicht irgendwas mit diesen komischen, dämlichen Zahlen Gedöns hier hinten zu tun? Links, links, oben, rechts, oben. Weil die 5 ist ja markiert hier, oder? Ja, ist ja die 5, die markiert links, ist. Ah, nee, das Teller. Rechts, unten. Ein. Was? Rechts, unten. Ich hab was Komisches probiert. Okay, lass mich an deinen Gedanken teilhaben. Ich hab nur auf dem Pad links, oben, rechts, unten gedrückt. Achso. Thunderbolt, kennst du dieses Spiel? So, ich stelle jetzt ganz einfach mein Telefon neben den Monitor, weil das zeigt mir tatsächlich den Chat an und das tolle teure Tablet nicht. Wie gesagt, mach doch einfach auf deinen zweiten Monitor deinen eigenen Kanal. Nein. Jetzt nicht. Okay, du kennst es. Ich kenn's nicht und Flauschhase glaube ich auch nicht. Warte, du hast gefragt, ob er das kennt und er schreibt ja. Ja, genau. Links, oben, rechts, unten. Links, ja. Dann kann ich das ja auf YouTube wieder nennen, zwei Blöde im Escape Room Teil 2. Ganz doof. wenn das ein Pfad sein soll, ne? Und wir eine markierte 5 haben, sollen wir mal spaßeshalber. Wir brauchen ja eine Zahl pro Farbe, wenn ich das richtig sehe, ne? Vermutlich. Und jede hat einen Weg. Links, hoch, rechts, unten. Dann. Wenn wir vor der 5 an die Zahlen mal abgehen, kommen wir doch auf eine Zahl letztendlich. Ich kann dir nicht folgen. Nehmen wir mal, wir haben jetzt die Farbe Rot, ne? Farbe Rot ist. Thunderbolt sitzt gerade selber im VR-Chat, sollen wir ihn dazu holen? Ja. Hast du da mehr Ahnung von dem Ding? Also von diesen Escape Rooms? Wenn er mir erklären kann, wie ich das mache. Also nochmal ganz kurz, ne? Ja, ich hab das nicht kapiert. Nehmen wir jetzt mal die erste Farbe, Rot. Ja. Erste Zahl? Ja. Ist? 5. Ah, 5. Okay. Ja. Left 5. Wenn ich jetzt mal von der markierten 5 gehe, 1, 2, 3, 4, 5 wäre das die 4. Ich schreibe das auf. Ja. Dann wäre die zweite Zahl ab, nach oben, wäre welche? Was? Ich hab schon wieder. Die zweite Zahl von Rot. Die zweite Zahl von Rot. Die zweite Zahl von Rot ist 1. Ist 1. Ein nach oben ist 5. Dann haben wir die dritte Zahl. War von rechts, ne? Von Rot. Dritte Zahl von Rot. Wir sind nur bei Rot jetzt. Ja, ist 3. Ist 3. Das war right, ne? Ja. Ich will mich jetzt nicht umdrehen von der 5 weg. Okay, du hast jetzt gesagt, welche Zahl war das? 3. 3. 1, 2, 3. Und die letzte Zahl? Eine 1. Eine 1. Ist down 1 wäre 9. Dann nimm mal für Rot die 9. Okay, ich schreibe auf Rot 9. Okay. Dann gehen wir über zu Blau. Links, hoch, rechts, runter. So. Blau. Dann wäre die erste Zahl blau. Eine 7. Links 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ab. 3. Zweite Zahl. 3. 1, 2, 3. Rechts wäre dann die dritte Zahl. 1. Wäre die 4. Und dann kommt ab, ne? Ja. Nee, down. Down, ja. 4. Letzte 4. 1, 2, 3, 4. Wäre die 4. Dann könnte blau 4 sein.
Ich habe das Gefühl, das ist zu kompliziert, aber... Jetzt hast du eine andere Wahl. Ich habe keine. Nein, ich habe auch keine bessere Idee. Nee, okay. Dann hätten wir jetzt gelb. Links, hoch, rechts, runter. Wäre eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, hoch. 2 hoch. 1, 2. 5 nach rechts. 1, 2, 3, 4, 5. Und einen runter. Wären die 9. Gut. Grün wäre 2 nach links. Ja. Ein hoch. Ja. Ein rechts. Ja. 2 runter. Wäre die 1. Also 9, 4, 9, 1. 9, 4, 9, 1. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Okay, ich markiere das mal, falls wir da nochmal neu anfangen müssen. Das ist richtig. Okay. War jetzt... Egal, wollte dann eingeben. Ach du Sch... Wo ist der Knopf? Ich möchte das... Ich möchte meine Freude zum Ausdruck bringen. Time is gold. Time is an illusion. Lunchtime. Doubly so. Oh Gott, you may delay, but time will not. Time is gold. Mach ich irgendwas bei dir? Ja, du hast links, rechts. Ja, du tanzt, glaube ich, soll das sein. Ich habe cute dance gesagt. Glückwunsch. Ach, ich tanze. Okay. Ja, ich wollte mich freuen, dass du das gelöst hast. Wie mache ich das jetzt wieder weg? Keine Ahnung, aber mach es weg. Okay. Ja, danke. Ich habe beim letzten Video habe ich überlegt, muss ich anklicken, ist es ab 18 oder nicht? Ich meine... Das würde ich so oder so machen, dein Channel ab 18, weil spätestens, wenn ich das Wort Scheiße sage oder na, irgendwie... Ja, jetzt genau. Muss ich's machen. Wäre es immer gut. Abgesehen, sicherst du dich alleine schon wegen Uhrzeiten und so. Und mit deinem Outfit. Also echt jetzt. Ich hab was an. Ich bin total bedeckt. Es sieht aus wie Wackelpudding, aber ich bin total bedeckt. Mein Chat ist übrigens wieder leer. Ich hab keine Ahnung, warum, weshalb, wieso. Ist aber eine lange Zeit her. Na gut. Okay. Hast du diesen Escape Room auch gemacht, Thunderbolt? Tja, wahrscheinlich gibt's auch mehrere. Keine Ahnung, ich kenne mich hiermit überhaupt nicht aus. Die hat mich gezwungen, also nur fürs Protokoll, die hat mich gezwungen. Ich habe gefragt. Gezwungen. Ich habe einfach nur gefragt. Gezwungen. So, ich mache jetzt einmal, was du mir gesagt hast. Ich schiebe jetzt meinen schönen Kanal hier rüber. Vollbild. So, was hüpfst du? Ich sehe das doch. So, jetzt habe ich auch... Jetzt habe ich auch den Chat, okay. So, wieder zurück ins Spiel. Okay, also, was haben wir denn hier? Okay, drüben scheint 5 zu sein. 1, 2, 3, 4, 5. Und das hier ist komisch, das könnten 4 sein. Oh Gott, ich hab gar keine Ahnung. Aber hier sind Text an der Wand und hier sind Striche. Die Striche verschieben. Kurz lang. Okay, Striche sind immer kurz und lang. Heißt das 8 Zahlen? Auch noch 2 Zahlen. 4, 5, 6, 7, 8. Ja, könnte sein. Das waren auch 4, ne? Ne, das sind 5. Hier sind 5, drüben sind wahrscheinlich 4. Time is gold. Ich muss auch noch den ersten Code einkreisen hier. Ist hier irgendwas, was man sonst noch irgendwie bewegen kann, außer diese Taschenlampe? Taschenlampe? Aber bitte nicht blenden. Falls sie angeht.
Okay. Was hier bei den Bildern was, wenn du da drauf leuchtest? Einer der ersten Escape Rooms, die es überhaupt hier in diesem Spiel gab, oder die du gemacht hast? Entschuldigung, bitte was? Ich verstehe das so, dass er vor einer langen Zeit den hier gemacht hat. Ist das einer der ersten, den wir hier spielen? Ja gut, ich halte es jetzt nicht für ausgeschlossen. Ist hier irgendwas passiert mit der Taschenlampe? Nichts, was ich gerade gesehen hätte. Wahrscheinlich genauso sinnlos wie im ersten Level das Handy. Number. Ja, Zahlen, ja, was? Mhm. 2, ja, wahrscheinlich ist irgendeine Zahl davon eine 2. Thunderbolt will. Könnte uns ja mal einen Tipp geben. Hm. Also, okay, es könnte irgendwie ein kleines bisschen mit dem. Ach so, den ersten, den er gespielt hat. Es könnte ja auch ein kleiner Teil aus dem Vorraum sein, weil wir ja auch aus dem ersten Level das Gelbe hier hinbringen mussten. Warte mal. Hab ich gesagt, gar keine Idee gerade. Ich hab mein Telefon wieder. Weil hier mit dem Telefon ist wahrscheinlich nur ein Grafikfehler, aber wenn ich auf das Braune halte, dann grisselt das so. Vielleicht passiert hier auch irgendwas. Nein. Also die anderen sind, also Thunderbolt jetzt, ne? Die anderen sind etwas netter gestaltet und nicht so ganz karg wie das hier. Oder? Da wussten wir aber, worauf wir uns einlassen, ne? Das stand am Anfang. Was, das karg ist? Oder ja, das, kein Sound. Die Sachen, die wir immer wegdrücken. Hab ich das rausgeducht oder hast du das rausgeducht? Ich habe das erste genommen, was da war. Nein, wir sind das nicht zusammen. Was? Wer fragt, ob wir zusammen sind? Ne, ich habe nur gesagt, fürs Protokoll. Ach so. Weil wir uns manchmal streiten können wie ein Pärchen. Ach, das geht doch nicht. Wir haben uns noch nie richtig, oder? Haben wir uns schon mal wirklich, wirklich ernsthaft richtig gestritten? Also nicht aus Blut. Jede bunte Kachel. Sieht durch die Farbe für die kargen Räume von vorher. Hat also, das irgendwas mit den Texten zu ja, tun? Ja, also Zeit ist Gold, das heißt, hier wäre wahrscheinlich irgendwie ein gelbes Feld. Und 1, 2, 3 ein Viertel gelbe Felder. Ja. Und nur die ganzen 3 gelbe Felder. Ich glaube, ich brauche einen neuen Zettel. Mann, er ist schon voll gekrakelt jetzt hier mit Gelb, Blau, Rot. Thunderbolt schaut auch gerade. Die Texte könnten die Hinweise sein. Schon mal ein Tipp. Times Gold. Oh, warte mal, das könnte okay, das könnte gelb sein, verstanden. You may delay, but time will not. Da kommt sie erstmal in Englisch gut. Ja, ne? Ich wollte gerade sagen, ich kann zwar eigentlich sehr gut Englisch, aber was heißt delay? May delay. Alexa kann das sein. Delay ist eigentlich sowas wie ein Verschub, ne? Wie was? Ein Verschub. Ich kenne das nur von Bild und Ton. Wenn du da ein Delay hast, ist es halt leicht verschoben. Aber Zeit wird Zeit? Wir haben 2 Uhren in den Leveln davor. Zeit? Da ist aber auch Zeit. Zeit ist eine Illusion. Lunchtime, Daubli. Axel, Thunderbolt. Die farbige Wand war, glaube ich, noch uninteressant zu eurem Standpunkt. Okay. Ist hier eigentlich irgendwas versteckt? Oder irgendwas, was man hier anklicken kann? Oder irgendwas unterm Tisch?
down to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Schildern direkt, okay. Zeit, Zeit, Zeit. Also hier ist auch eine Uhr. Warte mal, auf der Uhr hier ist es 3:30. Soll ich mein Telefon wieder fallen lassen? So. Auf der anderen Uhr. Aber es sind nur zwei. Auf der anderen Uhr ist es 4. Geht die Zeit dann rückwärts? Oh, Thunderbolt möchte dazukommen. Ich mache aber nicht mehr so lange. Ich habe vorhin Essen fertig gemacht. Ich habe voll Hunger. Ach, dieser blöde Stift. Ich hol's den anderen Stift. Das nervt mich. Nicht gesagt, bis 9:30 hast du eine Zeit? Ja, eigentlich schon. Also in 5 Minuten. Ja, ich mach nur 10 Minuten. Okay, sollen wir das ja ganz anders machen, sondern einfach diesen Raum beim nächsten Mal versuchen zu lösen? Das könnten wir auch machen, aber irgendwas möchte ich noch aufschreiben hier, irgendwas Sinniges. Ich hatte jetzt, nur damit ich beim nächsten Mal weiß, Time. Das eine war 4 Uhr. Das hier ist 3:30. Da es ja nicht deutsch ist, wird das ja dann 4 und 3:30 sein. Das sind 4 Zahlen. Oh mein Gott, das sind 4 Zahlen. Warte, ich komm. Moment. Dann hier bei dem. Ich stehe jetzt hier. Ich stehe jetzt trotzdem hier. 4. Der braucht aber mehr. 3. Der hat auch keine 0. Okay. Ich komm. 4:30. Komm, Julien will auch mal irgendwas Kluges wissen. Oh, ich habe noch einen Zuschauer. Ihr müsst, glaube ich, die kleinen Tasten drücken. Ja, aber wie ist die Frage? Oder andersherum? 3:30. Aber mal andersrum. Wann wolltest du denn wieder? Wann hast du denn wieder Zeit? Ja, sehr wahrscheinlich erst wieder am Wochenende. What? Ja, guck mal, ich arbeite bis offiziell bis 19.38 Uhr, dann bis ich wieder zu Hause bin. Dann ist es ja schon fast 8, dann muss ich Essen machen, dann ist 9. Und dann schaut man Fernsehen und nach dem Essen schlafe ich ein. Also schlafe zwar nicht nach dem Essen ein, sondern geh online. Ja, das, aber nach dem Essen bin ich schon, also ich mache das Essen fertig und dann gehe ich mich abschminken und dann gehe ich nicht mehr mit Webcam online. Und dann gehst du halt ohne Webcam online. Ja, weiß ich noch nicht. Das überlegen Sie sich mal. Ja. Dann machen wir es doch einfach so, dann. Wir haben jetzt, wie gesagt, halb. Aber wir könnten Thunderbolt ja schon zu unseren Freunden hinzufügen. Dann er hat kriegen wir mir das schon eine Einladung geschickt. Wie sehe ich, ob ich das auch habe? Warum habe ich denn keine? Drück nochmal Escape. Guck mal, ob auf der Glocke irgendwas ist. Nein. Hab nichts. Da. Ich war nicht leichter zu finden. Ja gut, weil er guckt ja bei mir und sieht meinen Tag oben. Alles korrekt. Deinen meine ich. Ach stimmt. Wie, wo steht denn, wie ich heiße? Flauschhase D03E. D03E, kann ich das irgendwo ändern? Keine Ahnung. Name Display. Gameplay. Settings. Ja, das geht mir eh nicht selber.
mein Englisch ist jetzt auch nicht the yellow from the egg, ne? Da. Was? Jetzt habe ich die Anfrage. Sehr schön. Ja, dann lass doch einfach nächstes Wochenende. Ja. Ich meine, vielleicht. Was? Ach, warte. Ich habe nächste Woche nicht normale Arbeitszeit, sondern weil Ferien sind, ist es anders. Warte, wann fange ich denn an? Ich fange um eins, glaube ich, an. Ich brauche keine 8 Stunden. Ich bin vielleicht früher, weil eine Woche habe ich halt in den Ferien anders und danach die Woche habe ich Urlaub. Guck mich nicht so an. Mach irgendeine Bewegung. Stimmt, okay. Du hast Urlaub. Ja, yeah. Ich bin bis zum 17. noch weiter krankgeschrieben. Ja, super. Dann habe ich tatsächlich meine 2 Monate voll. Meine Schulter wieder allerdings immer noch nicht richtig. Schauen wir mal. Dann, What the fuck? Was? Warum? Was? Guckst du mich nicht an? Wenn du hier mit Herzen rumgeschießt. Dann. Das leider nicht. Jetzt regnet's. Vom Sound her. Achso, du hast auch nur den Sound, okay. Was ist das? Da ist dein Account gelöscht, wo es hauptsächlich auf Englisch ist. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Wohl manche Sachen kann man sich ja durchbeißen, aber wie gesagt, mein Englisch ist auch nicht so gut. Das D30E kommt von Steam. Okay. Yep. Okay. Ja, ich lerne immer noch dazu. Discord. Ja, dann sag doch einfach mal einen Tag. Ja, weiß ich. Also, ich mir das mal und halt mir das mal fest. Meinst du jetzt nächste Woche? Oder in meinem Urlaub? Wann du das nächste Mal Zeit hast, diesen Traum mitzulösen. Ich könnte am Montag schauen, wie ich durchkomme. Mhm. Und dir dann sagen, wann. Montag! Also am Montag. Ja, da habe ich gerade Termin. Da schaue ich, wie gut ich durchkomme und dann, ob wann wie weitergeht. Sonst danach die Woche, da habe ich Urlaub, da bin ich relativ nicht eingebunden, glaube ich. Ja. Er fragt, ob wir einen Discord-Server haben. Ist es sinnvoll, dass. Laut in einem Livestream zu sagen. Aber man kann sich doch bestimmt hier irgendwo privat schreiben in VR-Dingens da, oder? Discord-Server machen, den du für deinen Kanal benutzt. So wie ich meinen Discord-Server benutze für meine Jungs. Das kannst du mir dann erklären, wie das geht? Thunderbolt, beim nächsten Mal gibt's einen Discord-Server. Es tut mir leid, ich war darauf nicht vorbereitet. So, dann gehen wir mal raus, wa? Mhm. Okay. Ich arbeite auch noch daran, irgendwie einen Pausenbildschirm zu machen oder Startstream, Endstream. Was ist jetzt erstmal ein Discord-Server, damit solche Sachen viel einfacher werden. Dann musst du mich auf Discord auch nicht mehr anrufen. Muss ich nicht. Nein. Du erklärst mir das. Machen. So, dann. Dann Freunde der Nacht. Danke fürs Zuschauen. Zebra.de und Thunderbolt. Und falls ich irgendjemand nicht entdeckt habe, weil ich immer noch zu doof bin, das zu sehen, wie viele zugucken. Ja, das waren die beiden, die wirklich geschrieben. Fein. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ich suche noch mein Dings zum Beenden. Da ist es. So. Na, wo komme ich denn hier mal hin? Wo bin ich denn hier? Da. Der zweite Bildschirm. So, ich beende dann den Stream. Nochmal danke. Und bis nächste Mal.